was in dieser Folge geschehen wird. Oh, die fangen jetzt schon an, irgendwo hinzuballern. Oh, es sind doch zwei verschiedene, Brudi. Bini sollte auf gar keinen Fall... Okay, nein, Spaß beiseite. War ein Gameplay, was wir im Stream letztens erspielt haben, Niklas, Kevin und ich. Und das war eine übel lustige Runde und ich habe noch nie so krassen Loot direkt am Anfang gefunden. Und ja, ich würde sagen, gönnt euch. Also ja, und lasst einen Daumen oben da, ihr Splasher. Und Abo und Glocke und Favo und Like und Teilen und Deutschland. Ich nehme die große Rote. Sehr. Mit Veni zusammen. No homo. Oh, shit! Ich sterbe, ja, Niklas. Ja. Kann man dich noch saven, Digi? Nein, das dann. Was ein fucking ehrenloser Bastard. Ah, da finde ich einmal eine Scar in der ersten Kiste und dann sowas. Kiste. Oh, ich habe den besten Loot meines Lebens gerade. Ich brauche Hilfe. Schnell. Das ist der mich auch gerippt hat. Jo, genau der. Ach, du Stück Scheiße, Alter. Und der ehrenlose Hund finisht auch immer. Ja, Mann, jetzt finish ihn. Los. Geh hin, mach irgendwas, tanz ihn an. Ich hab einen Crossbow, Ja, ja, aber tanz vorher. Tanzen ist wichtig. Kill ihn, er versteckt sich. Nein, erst tanzen, können. Erst tanzen. Ja, Mann. Habe ich genug getanzt und jetzt gekillt. nice Strat hier. Wait, wo ist er hin? Bro, er lebt noch. Wenig kill ihn bitte. Vor allem wisst ihr, was halt noch fünfmal mehr demütigend ist? Dass Veni einfach noch diesen... Oh, da ist eine Tür? Bro, die hab ich gerade gebaut, oder? Ich lande hier jeden Tag 20 Mal. Ich kenne mich in dem Game halt aus. Kevin, schau mal, ich habe eine Scar, eine Epic Shotgun, einen Jug-Jug. Nee, steh mal ganz kurz. Ich lande hier jeden Tag 50.000 Mal. Das ist mein Favorite Spot. Okay, sorry. Was ist der Plan? Veni lebt einfach in 3018. Ja, Bruder, ist so. Veni lebt in 3018, während ich in 2016 lebe. Wollen wir die Runde spielen? Was ist der Plan? Ich habe übel guten Loot. Ich würde die übel gern spielen. Ah, dann spielen wir die. Niklas hat sicherlich Verständnis dafür. Kappa. Okay. Kevin, hör auf, das zu nehmen. Komm her. Ich habe einen Chuck-Chuck für dich. Ich komme. Oh mein Gott! Ist das dein Gegner oder ist das Gift, Bro? Bruder, willst du wissen, was für Waffen ich hab? Du willst das nicht wissen, glaube ich. Warte. Kannst du sehen. Oh lol. Digga, dein Loot, was ist denn? Oh, letztes Game hat das schon. Was hast du denn für Loot, Brudi? Mann, ich hab eine Legendary AWP, Epic Shotgun und eine Scar. Digga, als ob, holy shit. Alles in dem scheiß Haus gerade. Alles in einem Haus? Ja, die Shotgun und die Sniper und die Scar habe ich in der ersten Kiste gelootet. Ja, dann kannst du jetzt ein Video machen, bester Loot-Spot. Mit geheimer Tür noch. Digga, mit geheimer Tür. Bro. Du musst noch Season Pass Woche 3 in den Titel. Und du musst schreiben, ich zeige alle meine Skins, Digga. Das geht auch übel ab. Und dann noch dieses Apo-Red-Face mit einer Hand an der Seite. Oder das geht gut, Patrick kann es confirmen. Ist Red Summer wirklich dann, so gut? Dann schreibst du noch irgendwas mit Milch rein, Bro. Und die Scheiße geht steil, sein Vater, Alter. Alter, das ist glatt 200 Zeichen. Oh. Für mich hat ein Crossbow geschossen. Wo? Von wo? I don't know. Ich hab ihn auch gehört. Ich glaube von Südwest. Er schießt immer noch auf mich. Wo ist er? Hä, weird. Digga, er ist los. links, Südost. Bro. Oh, war der knapp, Alter. Hit? Nee, leider das nicht. Das sah übel nach dem Hit aus. Es war übel knapp, Digi. Na, schön, Mini. Alter, ach, das ist ein Squad, nicht vergessen, das ist ein Squad. Nein, das war richtig gekeks, Alter. Kurz mal deren Leben gepoppt, Alter. Bro, kannst du die Runde casten? Oh, please, Alter. Oh, bitte cast die Runde. Bro, Veni und ich konzentrieren uns auf seinen Vater und du castest die Runde. Was hältst du davon? Ja, aber ich mute mich dabei. Das ist nein. Nicht mute, ich will's ja auch hören. Der ist hier. Boah, Niklas als Top-Pick, Alter. Niklas, du musst casten. Ich will's hören. Wir hören's nicht. Hey, aber ich hab nur Sound gemutet. Ja, nein, das ist dumm. Bro, komm drauf. Ska. Mach Rechtsklick auf uns und dann muten so, einfach. Bro, komm. Ja, bin da. Das ist Ska drin. Er hört uns nicht. Oh, sweet. Er hört uns nicht, ne. So, beide natürlich mit relativ viel Shield am Start. Auch relativ gutes Equipment. Aber die Zone macht natürlich einen dicken 31er, weil das Launchpad, ganzes Logo. Eck, was die laufen müssen. Hier unten sehen wir bei Swordy Spring Fatal Field. Das ist eigentlich eine gute Endzone. Gerade bei Fatal Field, du kannst dich halt relativ gut hochbauen. Gerade bei dem Equipment, was die beiden Boys haben, sollte das eigentlich kein Problem sein, aber da müssen sie jetzt mal hinkommen. Ich kann das Equip leider nicht sehen. Vielleicht haben sie ein Jump-Head.
Ah ne, da oben steht noch eins drauf. Das ist natürlich perfekt. Ah, nice, Alter. So, die Zone moved jetzt rein. Ist zwar nicht ganz so angenehm für sie, aber... unter Umständen könnte es ihnen sogar helfen, weil sie spielen immer gegen Squads und wenn sie gegen Squads reinmoven, könnte das unter Umständen helfen, dass sie nicht gleich gespottet werden. Und oh, der war so schlecht, Kevin. Also die Runde gewinnen sie auch nur, also gegen Squad gewinnst du ja auch nur, wenn du in deren Base hinten reinpushst und die dann mit einer Schrotflinte wegböllerst und dann die Base übernimmst und die Zone gut liegt. Das ist das Einzige. Oder du hast fucking Ninja. Dann kannst du auch gewinnen. Boah, zum Glück bin ich beides. Erstmal. Hier vorne ist ein Launchpad, Kevin. Launchpad, Kevin. Ja, ja, nein, wo? Hier, vor mir. Das Schlauste, was sie hier wahrscheinlich machen könnten, wäre in die Zone reinmoven und dann einfach die Leute absnacken, die sich gerade healen. Hast du Bock auf das Launchpad? Machen wir das? Ich seh's nicht, wo? Hier bei mir. Auch nicht mehr so weit. Direkt rechts von ihnen ist ein ganzes Squad. Mal gucken, ob wir ihn. Oh, Digi, rechts von uns ist ein Squad, Mann. Das ist eine ganze Zeit. Ja, ich seh das. Wie scheiß auf die? Ich versuch's mit dem Sniper-Schuss. Nein, Launchpad, go. Und zu dem Squad hin. Oder? Nein, das ist zu YOLO. Ja, lass nach links. Ich muss kurz heilen, Budi. Auf dem Dach noch ein paar Bandagen. Oh, du hast mich ausgebaut. Ich glaube, hier ist jemand drin. Was machst du hier? Der hat eine Falle gebaut, ne? Hier im Haus sind natürlich jetzt noch Gegner und die haben sie jetzt auch gespottet. Hat du Hilfe, ist down? Snipe, guter Shotgun aus 2 Meter Entfernung, den kommt weg. Vorsicht, komm ran. Hier ist noch einer drin. Ja, ja. Tot gewesen zu sein. Das heißt, sie haben jetzt hier ein Spot vernichtet. Die nächste Zone. Ich hab Kämpfer, ja, Kevin. Schnell Kämpfer. Oder? Nein. Wir mausen noch Leute am Fall. Falle. Das ist noch eine Falle. Wir müssen da vorsichtig reinmoven. Oder wir laufen einfach. Wir schaffen auf die. Komm. Bitte, Kevin. Ja, hier sind mega viele Fallen drin. Lass laufen. Ich brauchst sogar wahrscheinlich sogar vom Haus wegzumoven und einfach Richtung Zone zu gehen, denn sie. Kannst halt nicht so auf. Schießt auf mich von oben. Einer hier bei mir. Wenn jetzt hier unter Bedrängnis. Hab ich. Vini ist noch am Leben. Baut da sogar nochmal die Schiene hoch, aber der Typ macht den absolut ehrenlosesten Move aller Zeiten und Vini muss jetzt moven. Kann natürlich jetzt hier noch für den Revenge-Kill gehen, aber man will ja gewinnen. Vini versucht jetzt einfach nur noch zu überleben, Richtung Zone zu kommen und sich da irgendwie einzubauen, um bis zum Ende durchzuschießen. Es sind natürlich nur noch 14 Leute am Leben. Und bei 14 Leuten hast du durchaus eine Chance, das irgendwie zu überleben, weil du musst es jetzt taktisch klug spielen. Du solltest dir, glaube ich, keine Base bauen, weil wenn du dir eine Base baust, zeigst du halt einem, wo du bist und du willst halt möglichst, dass sich die Gegner untereinander killen und du einfach nur noch den letzten Kill machst. Also wahrscheinlich wäre es am besten, wenn er sich hier vorne irgendwie in ein Haus oder irgendwie sowas reinkämmt. Alle, die Tipps sind insane. Wo er nicht bauen muss, aber trotzdem Deckung hat. Oder vielleicht in einer Scheune. Scheune wäre wahrscheinlich noch besser. Kevin, was meinst, kann ich einfach in den Wald ran und mich sieht keiner? Bin ich ein Chamäleon? Oh, Kevin ist gemutet. Fuck. Oder hier im Waldstück, da können natürlich schon Leute drin sein. Und es hört sich aus, als hätte ich davon ein Spiel gekriegt. Geht in den Sturm mit Pfeil, trifft auch die Schüsse, war instant down. Das war sehr gut. Das ist auch Vinis bekannte Rifle, die er sich natürlich sofort einstecken wird, hoffentlich. Die Swag Moves. Er macht's nicht, Bro! Sind nur 7 am Leben. Wenn er jetzt hier in die Zone reinkommt und sich in irgendeine Scheune campt, könnte er das Ding wirklich gewinnen. Und das wird meine unangenehmste YouTube-Runde aller Zeiten. Aber Vini will über das offene Feld gehen. Offenes Feld ist aber manchmal auch relativ, also je offensichtlicher du es machst, desto weniger bist du meistens gespottet, weil die Leute halt den Rand der Zone absuchen. Und wenn die den Rand der Zone absuchen, kannst du easy einfach durch die Mitte rennen, dir irgendwo eine Base bauen und dann einfach überleben. Also wenn du einen Win cheesen willst, kannst du das durchaus machen. Zone moved in einer Minute. Eigentlich muss er nur überleben aktuell. Nur noch 5 Leute am Leben. Könnte natürlich jetzt ein ganzer Squad sein. Das wäre ein bisschen ungünstig. Das sind halt keine der Schüsse, halt, ne? Das ist safe Spot. Das 1v4 spielen. Fuck. Aber sobald er weiß, wo die sind, kann er das schaffen. Also 1v4 ist nicht unmöglich, gerade wenn du eine gute Shotgun. Boah, Kevin, was meinst du? Safe Squad, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Aber du machst das, Bruder. Wie ist der Plan? Wenn 20 sie, Sekunden, bis die Zone moved. Wenn sie mich pushen, einer WP-Schuss und nach Scarspray und Granaten werfen? Dann wissen wir also mehr. Granatenwerfer? Nein. Pass auf. Legendary Scar, Legendary AWP. Spawn da oben. Legendary Scar, Legendary AWP. Also ich habe 3 Nades und eine Lilone Shotgun. Gebaut. Da oben wird jetzt auch eine Base gebaut. Die dürfte aber gleich nicht mehr in der Zone sein. Und Vini sollte auf gar keinen Fall schießen, weil er will einfach nur in die Position. Ich wollte nicht schießen. Die Gegner zwingen, Close Combat zu fighten, weil dann kann er sie mit der Schrotflinte alle finishen, weil Schrotflinte ist relativ random. Und die Gegner haben halt keinen blassen Dunst, wo er ist. Ich gehe davon aus, dass das ein Squad ist, oder? Wenn wir warten, bis irgendwas passiert, können wir mal die Match-Statistik angucken. Oh, meine Ergebnisse. Jo, die sind nice. 0 Kills, 0 Assists, 0 Genauigkeit.
Richtiger Usain Bolt. Oh. Die fangen jetzt schon an, irgendwo hinzuballern. Oh, das sind doch zwei verschiedene, Brudi. Vini sollte auf gar keinen Fall schießen. Wie er mich immer ermahnt. Auf gar keinen Fall. Diese Zone ist natürlich richtig ungünstig. Er müsste jetzt versuchen, irgendwie rechts rum zu moven. Vielleicht sogar mit der Zone rein zu moven. Oh, Bro, es sind zwei verschiedene Squads. PogChamp. Oben piekt einer. Ja, er hat Vini jetzt gesehen. Jetzt sollte Vini schnell in die Zone move und sich mega schnell einbauen. Das ist das Einzige, was er eigentlich hier machen kann. Direkt vor ihm ist noch einer. Das scheint doch kein Vierer-Squad hinten zu sein. Das ist jetzt perfekt. Er könnte jetzt über rechts pushen und sich einfach in die Zone einbauen, weil die Aufmerksamkeit hat der Typ vor ihm gerade. Scheint auch noch gut zu gehen. Jetzt in den Close Combat, wird getroffen. Sieht den anderen Spieler, killt ihn, war auch instant tot. Nein, der ist nur knocked. Glaube ich. Kann ich ganz genau sehen. Nee, war nur niedergestreckt. Und hier jetzt die Base rein. Am besten hinter dem Stein einfach. Weiß ich, Alter, wenn er das hier gewinnt, das wäre einfach. Wär einfach dumm. Ja, same. Du siehst oben einen, der auf dich ballert, aus der Base. Linke Seite so. Ich wollte jetzt ganz schnell hinten aus der Base rausgehen. Alles, was die Gegner natürlich jetzt machen, ist seine Deckung kaputt schießen. So alles, was sie machen. Es ist gegen zwei, Bruder. Es sind nur noch zwei Leute am Leben, by the way. Das heißt, ist nur noch ein 1v2. Solange er wartet, bis die Gegner reinmoven, kann das easy schaffen. Bisschen höher. Oh, da kommen die Granaten geflogen. Baubert gewinnt er halt auf gar keinen Fall. Oder er macht so, dass die Gegner runterfallen. Das vielleicht. Oh boy, oh boy. Oh no. Oh, er geht einfach mal eiskalt in die Zone rein. Ah. Oh. Schönes Game, wir sind jetzt wieder zurück und das wird der maximale Cringe-Moment, wenn ich dann diese Keks! Die kleinen Motherfucker! Yo, Niklas, hörst du uns wieder? Ja. Oh, oh Mann, Alter, hätte ich einen Raketenwerfer gehabt, Alter, ich hätte die Base so gefickt. Bro, oh, war doch mega, Alter. Ja, die Runde war mega. Wir haben schon gestartet und einfach... Übel die lustige Runde, Alter, übel die lustige Runde, Mann. Oh, Gott, Alter. Oh, shit, Alter. Ja, Jungs, schaut bei Niklas vorbei. Lasst ein Video und Daumen hoch da. Junge, Alter. Fuck you, Kevin.